Okay, ihr lieben Jurassic-Fans, endlich gibt's auch mal wieder was Neues aus der Welt von Jurassic World, abseits vom ewigen Gestreit, wie jetzt denn der Titel des neuen Jurassic-Films ist. Und ich habe es ja schon mal erklärt, nein, es wird nicht Jurassic City sein, das wurde jetzt offiziell dementiert. Ich bin da froh drüber. In diesem Video jetzt hier reden wir allerdings nicht über den kommenden, den im 2025 kommenden neuen Jurassic-Film. Wir reden über das Projekt, was uns jetzt als nächstes erwartet und tatsächlich doch relativ zeitnah schon kommt, nämlich Jurassic World Chaos Theory. Wir werden jetzt hier in dem Video nochmal ganz kurz neu aufräumen, was wir bisher wussten, welche Theorien wir uns so gesponnen haben und wir werden hier auch über neue Fakten reden. Ja, wir haben komplett neue Fakten zu der Serie. Unter anderem wurde ein Startdatum auf Netflix geleakt. Wir haben die Laufzeit der allerersten Episode bekommen und eben auch die gesamten Episoden der allerersten Staffel. Und darüber quatschen wir jetzt in diesem Sinne. Viel Spaß mit dem Video. Ja, das große Godzilla-Thema hier auf dem Kanal neigt sich nicht dem Ende, keine Angst, aber diese gewaltige Phase, die wir jetzt aktuell hier auf dem Kanal auch hatten, die wird dann nach und nach so ein bisschen entspannter werden. Es wird jetzt hier und da noch ein oder zwei Videos zum gesamten Thema geben. Danach kommt der Film allerdings auch bei uns schon im Kino. Dann gibt es noch einen spoilerfreien Talk und einen Live-Talk auf YouTube, wo wir einfach über alles aus dem Film komplett mit allen Spoilern reden. Und danach wird das Thema so ein bisschen abflanken. Und ein paar von euch freuen sich auch darüber. Ich fand generell, die Diskussionskultur auf dem Kanal wurde mit der Zeit immer ein bisschen hitziger, je näher der Film rankommt, woran auch immer das liegt, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich hoffe ja, dass wir das Ganze jetzt vielleicht auch mal wieder so ein bisschen entspannen können. Ihr dürft nicht vergessen, es geht hier wirklich nur um Filme und Serien. Reden wir jetzt erstmal über Jurassic World Chaos Theory. Das war quasi die allererste Ankündigung der drei neuen Jurassic-Ankündigungen, zu denen auch noch das Spiel Jurassic Park Survival gehören. Und eben dann der 2025 geplante neue Jurassic-Realfilm. Und ja, Jurassic World Chaos Theory ist eine Fortsetzung der fünften Staffel zu Jurassic World Camp Cretaceous. Und ich kann es dir nur nochmal sagen, wer die Serie bis heute immer noch nicht gesehen hat, schaut sie euch wirklich an. Und ja, wer jetzt immer noch sagt, ey, das Ganze ist aber einfach nur eine Kinderserie. Ja, die Zielgruppe ist eher auf die jüngeren Zuschauer gerichtet, definitiv. Aber ich muss sagen, von allen Jurassic World Projekten, die wir bisher haben, hat Jurassic World Camp Cretaceous das beste Park-Feeling und vor allem auch das beste Jurassic-Park-Feeling an sich. Jurassic World Chaos Theory wird nun also einen Zeitsprung mit sich bringen, denn wir sehen ja auch schon im Teaser, der uns schon vor einiger Zeit erreicht hat, dass Darius um einiges erwachsener ist als noch zum Ende von Jurassic World Camp Cretaceous. Und das Ende von Camp Cretaceous, das hat ja kurz nach dem Ausbruch am Lockwood-Anwesen gespielt. Wir hören ja kurz vorher auch noch, wie Brooklyn mit Darius und Kenji telefoniert über diesen Videochat und dann auch etwas sagt von wegen, ja, sie hat da irgendwelche seltsamen Sachen entdeckt und sie geht, glaube ich, sogar auf die Lockwood-Männer so ein bisschen ein. Und dann sehen wir auch dann, wie ein Brachiosaurus an Darius' Fenster vorbeiläuft und die Serie ist fertig. Im ersten Teaser zu Jurassic World Chaos Theory haben wir dann gesehen, wie Darius durch irgendeinen Wald durchfährt und unsere Annahme war, okay, das sind irgendwie die Big Rock Mountains oder in der Nähe vom, es ist irgendwo in der Nähe vom Lockwood-Anwesen und dann steigt Darius aus. Wir sehen vorher noch am Boden diese Fußabdrücke von irgendeinem Dinosaurier und ja, wir wissen allerdings nicht, was Darius dann so ganz gefährlich anschaut oder er scheint so ein bisschen Respekt vor irgendetwas zu haben. Jetzt wissen wir offiziell, was hier abgeht, denn Darius hat eine Charakterbeschreibung erhalten. Er wird in der neuen Serie Jurassic World Chaos Theory wirklich ein Paläontologe geworden sein, der das Verhalten der Dinosaurier in Kalifornien erforscht und dokumentiert. Das heißt, die gesamte Szene, die wir hier im Teaser sehen, könnte einfach nur eine relativ simple Szene sein, wo man gar nicht wirklich viel erwarten kann. Einfach nur ein Darius, der vielleicht einen Dinosaurier sieht, der irgendwie, naja, sich einer Herde anschließt oder einfach irgendetwas Fantastisches und deswegen ist Darius dann gleich wieder fasziniert. Denn Dinosaurier, auch wenn Jurassic World 1 das anders verkaufen wollte, sind immer noch faszinierend. Egal wie lange es die jetzt schon in unserer Gesellschaft oder eben auf der Welt gibt. Ich meine, ich will einfach mal den Leuten unterstellen, dass man auch heutzutage immer noch von Tieren fasziniert ist, wenn ihr schon mal von einem Elefanten gestanden habt oder wenn ihr schon mal
einen richtigen Wal im Wasser gesehen habt, da sagt ihr auch keiner, gibt's schon so lange, finde ich langweilig. Deswegen war diese gesamte Prämisse in Jurassic World 1 ein bisschen dämlich gewesen und jetzt hier greift man das anscheinend wieder auf, dass Dinosaurier wieder faszinierend sind. Der Synchronsprecher zu Darius hat sich ebenfalls über ein Short oder über ein Instagram Reel, ich glaube einfach über beides, zu Wort gemeldet und ist mal ein bisschen mehr auf die Figur von Darius eingegangen. Er hat in seiner Nachricht übermittelt, dass wir sehr überrascht sein werden, welche Charakterentwicklung Darius in der Serie wirklich machen wird. Und wir könnten vielleicht Seiten an Darius entdecken, die wir so an ihm noch nicht gesehen haben. Die Direction, die Darius is going in right now, is going to be one that is absolutely unforgettable. I feel like there is a lot of character development that that will be seen in the new show. And hopefully, you know, hopefully we will get to see some new sides of him that we didn't get to see, you know? But yeah, that's all I can say. Das hört sich jetzt auf den ersten Moment relativ düster an. Da muss ich auch sagen, ja, tatsächlich haben wir jetzt hier einen herangewachsenen Darius. Und der sieht die Welt inzwischen vielleicht eben nicht mehr aus den Augen eines Kindes, sondern auch schon wesentlich ernster. Das könnten wir nun hier wirklich erfahren. Und ja, die Serie könnte tatsächlich einen etwas ernsteren Ton annehmen, als jetzt zum Beispiel noch Camp Cretaceous. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie im Jurassic Park-Stil oder ähnliches. Nein, die Serie wird weiterhin für Kinder produziert werden, beziehungsweise eher für die jüngeren Zuschauer. Allerdings hat ebenfalls der Produzent ein Reel oder eben eine Story gepostet, auf der man sieht, wie ein Kind mit Dinosauriern spielt und er hat den Text oben drüber geschrieben, dass die Show, also Jurassic World Chaos Theory, möglicherweise nicht für kleine Kinder geeignet ist, wenn sie rauskommt. Und wie gesagt, das wird jetzt hier irgendwie kein großer Stilbruch werden, allerdings wird die Nummer wohl ein bisschen erwachsener werden und ich muss dabei so an die Harry Potter Filme denken, die waren ja eigentlich auch dann, als sie schon ein bisschen düsterer wurden, auch noch eher für die jüngeren Zuschauer noch geeignet gewesen und sowas könnten wir jetzt eben auch hier mit erfahren und das macht natürlich auch Sinn, denn je älter Darius wird, umso eher wird er sich auch mit Problemen konfrontiert sehen, die man eben auch im realen Leben bekommt, wenn man eben älter wird. Das heißt, die Themen hier werden einfach ernster und ein bisschen weg von diesem Ganzen, wir sehen alles wie Kinder. Ich finde das eine sehr schöne Sache persönlich. Ich mag es ja tatsächlich, wenn sich Figuren immer weiterentwickeln und du dann auch während der Entwicklung mitbekommst, dass sie quasi dieselben Dinge durchmachen wie auch wir früher oder wie vielleicht einige von euch aktuell eben auch noch. Ich habe ja auch ein paar jüngere Zuschauer hier auf dem Kanal. Ich finde sowas immer relativ cool, wenn man dieses Heranwachsen mitbekommt. Und Darius müsste jetzt eigentlich in so einem älteren Teenager-Alter sein. Ich weiß gar nicht, ob das Alter von ihm bereits geleakt wurde. Ich würde mal schätzen, so 16, 17 müsste aber schon jetzt irgendwie drin sein. Naja, wir werden es dann spätestens, wenn die Serie rauskommt, erfahren. Ich würde mich allerdings auch freuen, wenn wir dann vielleicht nach Chaos Theory die ganze Nummer noch ein bisschen weiterspinnen, denn auch hier haben die Macher ja auch weitere Pläne, wenn das Ganze gut ankommt, die Nummer weiterhin fortzusetzen. Zuletzt ist noch die Rede von einer Brücke gewesen, dass wenn eine Staffel 2 kommt, das eine Brücke sein könnte. Eine Brücke, wohin ist dann eben die Frage, zum nächsten Jurassic-Film oder zu irgendwas anderes. Und ich würde mich einfach freuen, wenn man dann vielleicht diese gesamten Staffeln dafür nutzt, um Darius wirklich auch ins Erwachsenenalter mit zu begleiten. Ob wir alte, vertraute Charaktere wie Brooklyn, Jazz oder eben auch Kenji wiedersehen, das wissen wir immer noch nicht offiziell. Es gibt ein paar Aussagen und ein paar, naja, zwinkernde Augen von den Synchronsprechern und Synchronsprecherinnen in der ganzen Nummer, die eben, naja, sowas in der Art angedeutet haben, sowas wie See You Again oder ähnliches. Ich gehe mal davon aus, dass wir mindestens Kenji wiedersehen, weil der ja einfach von Darius Familie adoptiert wurde und jetzt sowas ist wie sein Bruder im Endeffekt. Das würde also Sinn machen, dass wir ihn auf jeden Fall irgendwie wiedersehen. Dadurch würde dann auch der Leak von Brooklyn mehr Sinn machen, denn Kenji und Brooklyn, die haben ja irgendwie auch eine Beziehung zusammen oder miteinander, vielleicht inzwischen aber auch nicht mehr. Auf jeden Fall haben die auch eine sehr innige Vergangenheit miteinander. Und der Leak hat ja damals behauptet, dass Brooklyn der Auslöser sein sollte für das, was hier passiert, weil sie irgendeiner Sache auf der Spur ist und dann von einer Sayona Santos wohl entführt werden sollen. Wir bekommen ja hier angeblich auch die Origin-Story der Atrociraptoren geliefert. Das sind allerdings immer noch alles Theorien, dazu gibt es noch keine offiziellen Aussagen. Ich gehe aber ganz klar davon aus, dass wir alte Charaktere wiedersehen werden. Allerdings wird es auch die ein oder andere neue Figur geben. Das hätte man sich irgendwie auch denken können. Ich muss da immer an Merchandise denken. Das ist nicht ganz fair den Machern gegenüber. Es ist natürlich ein Nebeneffekt, dass man eben sagt, okay,
Wenn wir jetzt eben noch neue Figuren mit einbauen, dann kann man wieder auch mehr Merchandise verkaufen. Aber es bietet sich eben auch einfach an, in dieser Geschichte jetzt, gerade wenn sich dann eben auch die Kinder wieder in ihr Leben zurückgelebt haben. Jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding. Die Bande haben sich so ein bisschen voneinander entfernt. Da macht es natürlich Sinn, dass man hier noch neue Figuren mit einbaut. Und die Rede ist hier wirklich von mehreren Figuren. Das heißt, es wird nicht nur eine Figur werden, es werden möglicherweise auch zwei und drei werden. Ich bin sehr gespannt, ob man letztendlich wirklich eine Sydney in der Serie sehen wird. Denn wer es nicht mehr weiß, einer der allerersten Leaks, noch bevor der Name Chaos Theory bekannt gewesen ist, ist damals gewesen, dass es sich bei der Story um eine Sydney handeln soll, die bei einem Unfall mit einer Kreatur in der Nähe vom Lockwood-Anwesen einen Arm verliert. Vielleicht wird das Ganze immer noch passieren, aber ich glaube, das haben sie irgendwie gestrichen, weil von Sydney wurde nie wieder irgendetwas erwähnt. Und warum hätte man Sydney damals leaken sollen oder erwähnen sollen, wenn man doch schon wusste, dass Darius die Hauptrolle spielt? Ich glaube, Sydney ist so ein bisschen raus. Die Frage ist allerdings jetzt, ob dann vielleicht Brooklyn die Storyline von Sydney übernimmt und ob Brooklyn dann vielleicht die Person ist, die bei einem Unfall am Lockwood-Anwesen ihren Arm verliert. Von Universal selber wurden zwei Bilder geleakt und das ist wirklich, das ist auch so ein bisschen so ein kleiner Schlag in die Seite. Denn sie haben die beiden Bilder hier zwar geleakt gehabt, die ich euch hier mal einblenden werde, aber ich habe die hier nicht verpixelt. Das waren die selber. Die Bilder existieren nur so, wie ich sie euch hier gerade eben zeige. Und auf dem einen Bild erkennt man den Tyrannosaurus Rex, also wahrscheinlich Rexy. Und dass sie zurückkehrt, ist natürlich sehr wahrscheinlich. Die haben wir ja auch schon im Teaser gesehen. Was das hier allerdings ist, ich habe keine Ahnung. Das sieht so ein bisschen aus wie Missing No. Aber ich habe keine Ahnung, was das für ein Dinosaurier sein soll. Auf jeden Fall wurde hier mit reingeschrieben, dass diese beiden Figuren wohl Dinosaurier spoilern, die zurückkehren werden. Das heißt, Rexy kennen wir auch schon aus Camp Cretaceous. Das hier könnte Bumpy sein, der in zwei Teile geteilt ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall Spielzeuge, die wir auch schon sehr bald bekommen sollen, die eben dann die ersten zwei Saurier anteasern, die wir zurückbekommen sollen. Ebenfalls wurde eine Allosaurus-Figur angeteasert und das ist derselbe Allosaurus, den wir auch schon aus Battle at Big Rock kennen. Den wird es dann nochmal in einer neuen Chaos Theory Variante geben. Und das ist natürlich auch verbunden mit der Theorie, ob vielleicht der Allosaurus mit unter einer der neuen großen Hauptsaurier der ersten Staffel sein könnten. Und kommen wir jetzt mal auf die Staffel zu sprechen. Ja, sie ist inzwischen offiziell als Staffel 1 betitelt. Das muss aber nichts heißen. Auch Staffeln, die nur eine einzige Staffel haben oder Serien mit nur einer einzigen Staffel, tragen den Titel Staffel 1 oben drüber. Das heißt, damit haben wir, entgegen allem, was gerade im Internet wieder rumposaunt wird, keine offizielle Bestätigung, dass eine Staffel 2 in Produktion ist. Das wird erst abgewartet, wie jetzt wirklich Staffel 1 bei den Zuschauern ankommen wird. Wir wissen, dass Staffel 1 ganze 10 Episoden umfassen wird und dass Episode 1 von Staffel 1 24 Minuten betragen wird. 24 Minuten, das ist eine normale Laufzeit. Das waren die anderen Episoden auch von Camp Cretaceous, so um den Dreh rum. Aber ich finde gerade heutzutage, man gewöhnt sich ultra schnell an diese fast eine Stunden Episodenbrocken. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das nicht auch ein bisschen länger geht jetzt. Es müssen jetzt keine 45 Minuten sein, aber dass man vielleicht sagt, okay, halbe Stunde bis 35 Minuten, dann das Staffelfinale vielleicht doch mal so 45 Minuten, macht aber vielleicht keinen Sinn, weil die Serie immer noch großteils eben fürs jüngere Publikum produziert wird und die können wirklich sagen, ey, da reicht die Aufmerksamkeitsspanne nicht ganz so viel, aber ist in Ordnung. Ich bin mit 10 Episoden auf jeden Fall komplett zufrieden für Staffel 1 und ich hoffe, dass wir da einiges erwarten können. So, wann kommt die Serie jetzt eigentlich raus? Das ist eine der wichtigsten Fragen. Das Spiel Jurassic Park Survival ist ja nicht gecancelt worden. Das haben wir auch offiziell bestätigt bekommen. Das wird weiter fortgeführt und angeblich soll das Spiel im Winter 2024, also im Winter diesen Jahres, erscheinen. Natürlich klassisch zum Weihnachtsgeschäft. Währenddessen dann der neue Jurassic-Film, den wir einfach mal wieder jetzt Jurassic World 4 nennen, im Juni 2025 in die Kinos kommen soll. Das heißt, Jurassic World Chaos Theory muss logischerweise davor erscheinen. Also noch vor Dezember diesen Jahres, logischerweise auch dann vor Juni nächsten Jahres. Der Verleih Random House hat jetzt ein Bild veröffentlicht, in welchem man sich die Novelization, also die Buchvariante der ersten Staffel von Jurassic World Chaos Theory vorbestellen kann. Und das gibt es ja häufig. Das ist quasi das Äquivalent zum Film zum Buch. In diesem Variante ist dann eben das Buch zum Film. Das gibt es ja häufig, bekommt man relativ
relativ wenig mit, weil die einfach eben nicht so populär dann sind. Es gibt zum Beispiel auch einen Roman zu Godzilla vs. Kong. In diesem Roman werden eben Sachen noch ein bisschen genauer beschrieben, die uns noch mehr Hintergrundinformationen geben, die allerdings auch offiziell Kanon sind zum Monsterverse. Und das hier als Beispiel ist die Novelization zu Jurassic Park 3. Das ist quasi das Buch zum Film. Und ja, in diesem Fall allerdings haben wir hier einfach null extra Informationen über den Film drin, was ich sehr schade finde. Ich habe gehofft, dass wir hier vielleicht die ein oder andere gelöschte Szene noch drin finden. Aber dieses Buch zu kaufen lohnt sich höchstens für Hardcore-Fans, die halt Bock haben, nochmal zu lesen. Das ist wirklich 1:1 der Film einfach als Buch beschrieben und ja, deswegen auch relativ dünn. Die Novelization zu Jurassic World Chaos Theory erscheint am 4. Juni, also im Juni diesen Jahres. Und eine Novelization kommt in der Regel immer 1 bis 2 Wochen nach, im Fall von Godzilla Kong, nach dem Kinostart des Films raus. Das heißt, der Film startet und dann wartet man noch so ein bisschen ab, bis die Leute das Ganze gesehen haben und dann bekommen wir irgendwann die Novelization der ganzen Nummer. Aus diesem Grund können wir ganz klar davon ausgehen, dass die Serie Jurassic World Chaos Theory irgendwann zwischen Mitte Mai und eben dem 4. Juni erscheinen wird. Diesen Sommer auf jeden Fall, ist es gar nicht mehr lange hin und ja, sehr wahrscheinlich können wir uns auch schon bald über einen richtigen Trailer zur Serie freuen. Schreibt mir jetzt wie immer deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.